Ich glaube, dass es ist eine germanische Anthropologie gebaut, dass es ist ein heroisches Subjekt. Heroisches Subjekt, das ist im Streit. Und dieses heroische Subjekt muss frei sein, um eine Ordnung schaffen. Es ist germanische Idee, dass zum Beispiel wir Russen, wir können nicht eine Freiheit für ein Schaffen von Ordnung anwenden. Wir nützen, wir brauchen eine Freiheit für Chaos, für slawische Idee. Es ist seelische, Seele als wieder Geist, wieder als Gegner, als Widersacher der Seele, als Klages hat geschrieben Ludwig Klages. So wie sind seelische Volk die slawische. Und wir nutzen unsere Freiheit für Destruktion, nicht für Ordnung. Aber germanische Person, preußische, germanische, deutsche, auch angelsächsische, nutzt eine Freiheit für eine Ordnung. Freie Ordnung mit Vertikalität, mit einer Rationalität geschaffen. So.